YouTube! Es ist Indie-Horror-Zeit. Wir holen mal wieder so einen ganz wilden Mix raus und wühlen uns durch den Trash. Möglicherweise ist es ja auch gar kein Trash, sondern wahre Perlen des Indie-Horrors. Man weiß es ja nicht. In der Szene nennt man mich auch den Perlentaucher. Einige werden es ein bisschen zweideutig verstehen, aber es hat nichts mit Zweideutigkeit zu tun, sondern ich wage mich immer wieder in den Abgrund und hoffe, ein gutes Indie-Horror-Spiel für euch da draußen zu finden. Wenn ihr diese Abgründe ein wenig unterstützen wollt, dann nehmt euch doch die Sekunde, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar mit Perlentaucher, was eh schon so eine Art Classic-Kommentar mittlerweile ist, und wir starten jetzt durch. Habe ich da einen Hundi gesehen? Wird das hier ein Horrorspiel mit einem Hundi? Okay, wir sind also ein Psychologe, der gerade in seinem letzten Jahr ist, seines Studiums. Und wir haben hier einen Fall zugeschoben bekommen. Eine Tochter verhält sich merkwürdig. Wir wurden eingeladen, eine Weile im Sommer mit der Tochter zu verbringen, um dann eben die Tochter besser kennenzulernen und vielleicht, ja, eine Diagnose zu geben. Und das war kein Hund, das war anscheinend eine riesengroße, fette Katze. Hallo, jemand hier? Optisch sieht das auch wieder richtig gut aus. Diese Indie-Horror-Games für einen Dollar, ne? Die sind alle mittlerweile, was Grafik angeht, schon zu 80% richtiger Brecher. Hey, hey, fette Katze. Ich glaube, ich bin auf die Katze getreten. Ich bin auf die Katze getreten. Wo ist sie hin? Ich habe sie irgendwie zertreten. Katze ist tot. Okay, das ist auch eigentlich ein ziemlich cooler Kommentar. Auf die Katze getreten. Für die echten OGs. Die aller echten schreiben, jetzt Kies ist mal wieder auf die Katze getreten. Hallo? Ist irgendjemand zu Hause? Was ist das hier? Ein Proteinriegel? Echter Highway. Hat er jetzt wirklich so einen Riegel, den er einfach so auf dem Küchentisch findet, in sich hineingeschmatzt? Okay, die Tochter heißt Mia. Danke, dass Sie gekommen sind. Sie sind bald wieder da. Fühlen sich wie zu Hause. Nehmen Sie sich Zeit, Mia ein bisschen kennenzulernen. Okay, oben gibt es ein Dokument, das ich unterzeichnen muss. Okay, ich wusste nicht, dass das hier so formell ist. Ist eine richtige Staatsangelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Das Haus kennen wir bereits. Warum ist jetzt auf einmal hier die Tür offen? Das Haus kennen wir bereits. In irgendeinem anderen Indie-Horror-Game. Habe ich eine Taschenlampe? Nee. Haben wir dieses Haus schon mal besucht? Wahrscheinlich sogar in mehr als nur einem. Können wir hier irgendwas mit dem Licht machen? Okay, das geht. Mia, bist du hier? Da waren doch eben Augen. Boah, die Katze. Klar, natürlich. Die Katze streicheln gibt einen Erfolg. An der Muschi rumspielen gibt irgendwie immer einen Erfolg. Okay. Ist dann aus den Wäldern? Das war eine strange Animation. Okay, Pussycat, du bleibst hier drüben. Gibst mir Rückendeckung und ich gehe hier mal rein. Alter, Röhrenfernseher. Auch dieser Schminktisch und so, ne? Das sind halt einfach Assets. Hm. Merkwürdig. Er hat unterschrieben mit Blut.
Okay, und hier haben sie einfach so... Okay, hier ist noch Licht. Ist schon dunkel. Ein sehr unheimliches Bild. Ich glaube, ich bin mittlerweile schon so paranoid, wenn ich wirklich in so eine Situation kommen würde. Was war das denn? Der Schrank hat sich bewegt. Und es würde so ein Foto auf dem Tisch liegen. Ich glaube, das wäre schon der Moment, wo ich dann sagen würde, ja gut, ich gehe wieder nach Hause, ich kündige. Ich bin zu erfahren, zu informiert. Was ist das für ein Katzenklo? Gar kein Streu drin. Ja, ich würde sofort sagen, ja, ich bin dann weg, ne? Also, kenne ich alles, irgendwelche Hexensymbole und Siffe in der Badewanne. Ich bin Profi, ich bin weg. Und wohin geht der jetzt mit dem... mit dem siffigen Schlüssel hier oben hin? Habe ich sowas wie ein Inventar? Vielleicht die Schatulle, ne? Oh, geil, Special Edition. XXXXX9. Was das wohl zu bedeuten hat? War hier? Okay, da geht das Ding rein. Und ich bin weg. Eine blutige Voodoo-Puppe. Er nimmt sie mit? Was bist du, Psychologe oder Geisterjäger? Geisterjäger kann er eigentlich gar nicht sein, denn er kann rennen. Kann sich schnell bewegen. Ist also eigentlich eher ein Indikator dafür, dass er kein Geisterjäger ist. Wird schon kalt. Ich mach besser mal Feuerchen an. Warte mal, hier drüben ist noch ein Lichtschalter. Den machen wir auch besser mal an. Hallo? Katzenspielzeug. Brüste. Was ist das? Ein Mann? Eine Frau? Irgendwie beides. Okay, gehe ich jetzt wirklich raus? Holz hacken oder was ist der Plan, Mann? Also in diese paranormal finsteren Wälder gehe ich garantiert nicht. Schritte. Irgendjemand wandert doch hier durch den Wald und isst Pilze sammeln. Sag, dass ich hier drin ein bisschen Feuerholz finde. Was sind das für gruselige Bilder? Wir lagern hier kein Feuerholz, oder? Kann ich einfach hier die Holzkiste verbrennen? Mann, diese Dose. Das ist eine nette Ecke. Ist da vorne Feuerholz? Nein, da sind jede Menge Kartoffeln. Okay, wo zum Schwengel kriege ich hier Feuerholz her? Vielleicht liegt ja irgendwo hier eine Taschenlampe rum. Was zum Geier? Was war das? Ey, ich habe doch eben gerade hier eine gruselige Puppe gesehen. Ich habe doch eben gerade hier so eine gruselige, vertrocknete Granny-Puppe gesehen. Ja, da sitzt sie. Und hier ist auch eine Zahl. 1-9. Was das wohl nützlich ist? Ja, wie mache ich Feuer? Noch ein gruseliges Foto. Vier. Hallo? Jo, Katze, kannst du mir nicht irgendwie helfen?
Aber ich habe bis jetzt auch noch nichts gefunden, wo ich Zahlen eingeben muss. Deswegen schwierig, meine Freunde, schwierig. Und ich kann nicht in den Wald laufen, weil es ist super dark. Also die Feuerholznummer ist sehr verwirrend. Ich kann hier nicht in den Wald laufen. Hallo? Ich brauche irgendwas zum Abfackeln. Es ist alles willkommen, was brennt. Meinetwegen auch Hexen. Gerne auch Hexen. Ich verbrenne auch Hexen, wenn es sein muss. Ist das hier Feuerholz? Boah, ist das gut versteckt. Oh, Mann. Wie viel nehme ich denn davon? Hab ich lange gebraucht, um dieses Feuerholz zu finden. Ich gehe mit meinem Feuerholz. Ups, was ist das? Moment, auf der Taste? Auf STRG ist das Menü? So, ich habe Feuerholz. Ich muss nur noch einen Anzünder finden. Ich hoffe mal, der ist nicht wieder so gut versteckt. Kann ich nicht einfach... Ah, hier. Yes, baby. Ich will ein großes Feuerchen. Ein richtiges Männerfeuer. So, Feuer brennt. Aber ich habe immer noch... keine Taschenlampe. Immer noch kein Feuerzeug, das als Lichtquelle funktioniert. So, mach mal zu hier. Kann ich mich jetzt hier irgendwo zum Pennen hinflezen? Katze ist weg. Glasscherben auf dem Boden. Eingesperrt. Jemand ist bei meinem Auto. Hey, nicht davonfahren, das ist mein Auto. Hey, 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 ich komme aus der Drecksgegend nie wieder weg. Sowas von tot. Ich wette, es gibt gar keine Mia, es gibt gar keine Familie oder sonst irgendwas. Das ist nur so ein Trick, um jemanden herzulocken, damit man jemanden zum Opfern hat. Ist das ein Elch? Werde ich jetzt... jetzt von Elchen gestalkt? Waren die schon immer hier? Ist das noch ein Elch? Wow! Gott, ja. Mutterelch, der stalkt mich. Wenn die Natur dich hasst. Okay, ich glaube, ich werde sterben. Die Viecher sind weg. Die Viecher sind wieder da. Genauso wie die unheimliche kleine Puppe hier in der Ecke. Wie viele Katzen gibt... Okay, die Katze ist auf jeden Fall irgendwas Übernatürliches. Woher kommt auf einmal der Hexenjägerhut? 4. Woher kommt auf einmal dieser Boogeyman-Scheiß? Das ist keine gewöhnliche Katze. Das Mistvieh kann sich immerhin teleportieren. Oh, nö, 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 nö. Hallo, mein Name ist Mia.
Meine Mutter nennt mich verfluchte Mia. Seitdem es passiert ist, I'm glad you got... Okay. PS, das ist nicht meine Katze. Ich glaube, die Katze ist der einzige Freund, den ich hier in dem Spiel habe. 5, 1, 9, 4, 4, 5, 1, 9? Oder was war das? Du bist also die kleine Mia. Ich hab gewusst, dass hier keine echte Mia ist. Ich hab's gewusst. Mia? Okay, steht immer noch da oben. Nope. Absolut nope. Ich mache überall Licht an. Ja. Ist das so eine neue Hausfunktion? Um Strom zu sparen? Okay, Mia, wir hatten unseren Spaß. Aber jetzt ist es nicht mehr lustig. Ich würde sagen, du kommst jetzt raus, kleine Göre. Okay, was war hier für eine Zahl? 4. Frage ist nur, für was brauche ich das, ne? Gar nicht gruselig. In jeder Ecke ist ein Geist. Hier noch irgendwas? 5. Also, 4, 4, 5, 1, 9. Ich glaube, wir haben alle Zahlen gefunden. Dresser. Okay. Wo soll ich den finden? Oben? Was ist mit der Haut meiner Tochter passiert? Sie verändert sich. Sie hat sich komplett verändert. Oh! Shit! Okay. Was ist das hier? Was ist das? Alter. Was ist das für ein gruseliger Schatten hier in der Ecke? Der sogar mit seinen Krabschern rumkrapschelt. Ich weiß ja nicht, wie euch es geht, aber ich finde, das Ganze hat eine sehr unangenehme Atmosphäre. Okay, Mia erinnert sich nur noch manchmal daran, wer sie wirklich ist. Sauber, Mia ist verflucht. Ich muss es richten.
Okay, der Schatten ist immer noch hier. Irgendein Stuhl. Haben wir hier so einen auffälligen Stuhl? Ich musste diese Nachricht verstecken, damit die alte Dame aus dem Wald sie nicht finden kann. Seien Sie vorsichtig mit ihr. Sie ist der Grund, warum all diese schlechten Dinge passieren. Okay, sie ist eine Hexe, sagt die Mutter. Daddy hat sie verlassen. Es ist kein gewöhnlicher Psychologenjob, den ich hier machen muss. Bist du blöd, Alter? Du willst da raus? Gott, was ist nur los mit dir? Kann ich einen Elch reiten? Das wäre nämlich verflucht cool, wenn ich sowas könnte. Okay, Baba Yushka kontrolliert Elche. Tiere weichen vor uns zurück. Oh, verflucht. Was ist das denn für ein Geschmatze da drüben? Oh, Gott! Sieh nach mir. In den Wald kann ich nicht rein, aber die Elche sind verschwunden. Ganz kurz hier mit Taschenlampe auf dem Boden liegen. Aber nein, es ist nur die Terrordose, die mich verfolgt. The Witch Canada Edition. Okay. Ich glaube, ich gehe da mal wieder rein. Versteck dich im Haus. Als ob die Türen sie aufhalten. Die Nacht sowas von nicht überleben. Hexe? Baba Yushka? Ich glaube, ich bin sie erstmal los. Aber sie war ja schon hier drin. Immerhin hat sie hier kräftig umdekoriert. Wow, was war das? Lass mich die Voodoo-Puppe einfach verbrennen. Verdammt, jetzt spinnt auch noch die Elektronik. Der Fluch kann nur aufgehoben werden. Na, 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 na.
Der Fluch kann nur aufgehoben werden, wenn ein neues Opfer kommt. Ha, zum Glück haben die hier so viele Kerzen rumstehen. Okay, damals im Mittelalter wurden viele unschuldige junge Frauen verbrannt. 1492 wurde eine junge Frau verbrannt, die in einer unbekannten Sprache anfing zu brüllen, als sie verbrannt wurde und einen Fluch herbeiruf. Seitdem hörte jeder, der damals drumherum stand, schreckliches, unheimliches Geflüstere. Danach kam eine merkwürdige Epidemie. Menschen wurden verrückt, ihre Haut verwandelte sich zu Asche, als wären sie verbrannt worden. Die Inquisition hat dann irgendwie alles da eingedämmt. Alright, fiese, böse, alte, düstere Legenden um eine Hexe. Gott sei Dank hab ich eine Geisterjäger-Lizenz. Ich bin nicht nur Psychologe, sondern auch Teilzeit-Geisterjäger. Deswegen kann ich auch schneller laufen, weil ich kein Vollzeit-Geisterjäger bin. Kacke, es ist hier dunkel. Wow! Wow! Ich hab schon eine ganze Puppensammlung. Okay, was jetzt? Ich habe Licht angemacht, ich habe mich hier vorgewagt, ich habe die Puppe eingesammelt. Strom ist im gesamten Haus tot. Ach Mist, ich wollte mich gerade ducken. Wer macht denn da auch schon... hin. Okay, warum ist hier so viel Licht in dem Raum? Noch irgendwas? Ist das da? Ach, geht nicht. Nachttischleuchte, die auch broken ist. Gib dem Mann doch endlich eine Taschenlampe. Schallplatten. Aber die Puppen kann ich nicht verbrennen. Das wäre so ziemlich das Erste, was ich tun würde, die Dinger direkt ins Feuer werfen. Zack, weg. Oder ich würde so einen Kerzenständer nehmen und einfach mit dem Kerzenständer rumlaufen. Aber anscheinend spiele ich mal wieder einen Idioten.
Wir haben immer noch diese Zahlen. Hier oben war das letzte Event. Da hat mich die Alte belästigt. Hier habe ich die Puppe gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die Zahlen eingeben soll. Nichts. Muss hier irgendwo noch hier unten was sein? Irgendwo muss irgendeine Schatulle sein. What? Das kann man verschieben? Gruseliger Keller gibt's auch noch. Geil, Mann. Richtig, richtig geil. Der Knochenschlüssel. Okay, mein Ehemann ist gegangen. Er hat sich selbst geopfert. Mein geliebter Jacek. Jacek hat sich selbst geopfert. Er ist nicht länger menschlich. Ihr Körper sieht aus, als wäre er verbrannt. Sie sagte, schmerzt jeden Tag. Aber sie ist immer noch am Leben. Ich habe den Skelettschlüssel. Wohin gehe ich mit dem Skelettschlüssel? Draußen? Nach oben? Dieser riesige Skelettschlüssel passt in dieses winzige Schlüsselloch rein. Okay, hier passieren echt abartige, böse Kacksachen. Und jemand hat Eier und Ding-Dong an die Wand geschmiert. Okay, sie kann das Haus nicht verlassen. Gebunden an diesen Ort. Mir. Ich habe wieder irgendwas komplett blind verschoben. Ich glaube, ein Spiegel. Dahinter war eine Tür. Es ist halt wirklich super dark, aber jemand hat versucht, Kontakt aufzunehmen mit den Geistern. Wie Sie sehen können, versucht meine Mutter alles, mir zu helfen, um diesen Fluch zu bannen. Sie hat sogar mit den Geistern gesprochen. Zumindest das, was sie glaubte, mit dem sie gesprochen hat. Mein Vater hat mich geopfert. Ich vermisse ihn. Ich finde das gar nicht gut. Wer zieht denn an so einen Ort? Vier, vier, fünf, eins, eins, neun. Es gibt immer noch Hoffnung, dass der Fluch gebrochen werden kann.
Ich bin Psychologe. Kein Exorzist und auch kein Glaser, also deswegen. Ja, für Schäden, die hierbei entstehen, ne, da hafte ich nicht für. Baba Yushka! Wahrscheinlich ist sie auch nicht böse, weil die, die damals verbrannt wurde, war ja eine Unschuldige. Ihre Art zu sagen, yo, kannst du mir bitte helfen? Was? No, you, use. Was? Ich sehe es halt so schlecht. Es. Was? Now use her? Soll ich verwenden? Now you see her? Wo ist sie hingelaufen? Hier irgendjemand gestanden, habe ich gerade als Erfolg bekommen. Ja, ich glaube schon. Oder es war die Katze, die irgendwo gehangen hat. Könnt ihr mir jetzt echt mal wieder weiterhelfen, die kleine Katze? Das kleine freche Ding. Oh Gott, das, ich kann mich ja nicht ducken. Sorry. Hier. Ekelhafter kleiner Gremlin geworden. Okay, Mama hat mich gefragt, ich soll dich dabei in einem Gedicht fragen. Aha. Okay, es geht um ihren Wunsch und um die Blumen. Wo ist denn das Grab? Das Daddys. Oh, eine Taschenlampe. Dankeschön, Baba Yushka. Ach, so viel besser. So viel besser. Okay, eine Blume reicht. Nur rausfinden, wo der Vater begraben liegt. Diese abartigen Geräusche, ne? Ganze Natur dreht hier durch. Folge dem Weg. Ist das wirklich ein Weg? Ich würde niemals so abgeschieden leben. Hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Es reizt mich null. Ich bin zwar auch kein Stadtmensch, aber so, weißt du, irgendwo und nirgendwo wäre gar nichts für mich. Allein wenn mit deinem Kind mal was passiert, bis da ein Krankenwagen kommt, da muss ja alles selbst können, auch die medizinische Versorgung, ne? Romantische Atmosphäre.
Okay, mit so einem Grab habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Richtig pompös. Ach, ich soll den Fluch übernehmen? Scheiß drauf, ich kenne Mia ja gar nicht. Okay, beide Seelen sollen frei sein. Ich fühle mich nicht besonders gut. Meine Haut, es fühlt sich so an, als würde sie verbrennen. Was geschieht mit mir? Bin ich? Kann dir das aber auch machen. Okay, die Katze ist wohl auf der Seite von der Hexe. Gut zu wissen. Okay, um die Seele von einer Person zu lösen, müssen zwei dafür geopfert werden. Einer gibt sein Leben, der andere übernimmt quasi einen Fluch. Aber hier, as the dawn breaks and shadows flee, the curse transfer set both souls free. Ist das hier? Okay, ich bin damit einverstanden, Mias Fluch aufzuheben und dafür zu sagen, dass Mia wieder ein normales Mädchen sein kann. Ihre Mutter ist mit ihr fortgegangen. Glückwunsch für deinen Mut und dein Opfer, junger Mann. Warte mal. Das haben wir so nicht vereinbart, Baba Yushka. Das haben wir so nicht vereinbart. Und jetzt bin ich jetzt hier gefangen auf ewig? Hier ist der Vertrag. Ich akzeptiere das Opfer. Und jetzt dann gehört ihre Seele mir. Du wurdest verflucht. Du wirst nicht sterben, also niemals sterben, aber dein Körper wird sich langsam in Asche und Dunst verwandeln oder Staub. Alter, aber warum? Ich erfahre jetzt langsam das, was sie damals erfahren hat, 1492, als junge Hexe. Also war sie doch eine Hexe. Aber was hab ich dir denn getan? Ende. Gott, was für ein grausames Ende. Weißt du, er geht da hin als junger Psychologe, der gedacht hat, er kann dem Menschen helfen. Und am Ende wird er da einfach nur mit einem Fluch infiziert und darf jetzt langsam sich in Asche und Staub verwandeln und Höllenqualen durchleben. Weil die Hexe einfach nur evil ist. Jo, das war Befriend Curse, glaube ich, heißt das Spiel. War in Ordnung. Taschenlampe hätte ein bisschen früher kommen sollen, weil ich finde, auch mit der Taschenlampe hätte es jetzt der Atmosphäre nicht geschadet. Wir schauen uns natürlich das nächste Spiel an. Mal sehen, was es wird. Let's go. Kennt ihr noch? 1:01? Yep, dieses grandiose Meisterwerk. Snap Snap ist die
Fortsetzung. Es ist zumindest vom selben Entwickler. Vielleicht ist es ja auch eine Fortsetzung. Ich weiß es nicht. Aber eine Minute vor 11, 10.59 Uhr, war eines der besten Indie-Horror-Games, die wir hier auf dem Kanal hatten. Und deswegen dachte ich mir, hey, Snap, Snap, das muss rein. Ja, das muss rein. Wir müssen ein bisschen snappen gehen. Robert, who works as a pathologist, called me that night. He was very excited and scared. A human body had just been brought to the morgue, but he said that it was an unusual corpse. He recommended that I come as soon as possible, if I wanted to be the first to receive materials for an article that could become a real sensation. After 20 minutes, I was already in the morgue, and what I saw shocked me. Blackened limbs, gray skin, empty eye sockets, teeth of a very strange shape, as if they had been sharpened, and incredible thinness. It was just a skeleton with skin stretched over him. Robert said that the police do not yet have a theory and are waiting for the forensics report. Of course, they do not share information. They did not even say when and how the body was found. But there are already a lot of weird things about this body. Both with its appearance and the fact that the body has incredibly cold skin and it has not decomposed, although apparently death occurred several days ago. I'm really looking forward to Robert's conclusion, and tomorrow morning I'll go to the police station and talk to my friend Fred. Maybe he can tell me some interesting details about this case. I think I've stumbled upon something very interesting. Damn it! How did I manage to cut myself? I need to treat the wound with peroxide. It should be in the bathroom. Peroxide! Ich kann nichts angrapschen, weil meine Hand verstümmelt ist. Das Foto nimmt sie mit. Seltsames Foto. Oh, wir haben sogar 10.59 Uhr. Was für ein Zufall! Ja, müsst ihr unbedingt gucken. Für die Leute, die das Meisterwerk 10.59 Uhr nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Sehr geräumiges Haus. Bin ich das? Gruselig. Noch mehr Fotos von mir. Wer macht schon Fotos von sich selbst, wo nur das Gesicht drauf ist? Und hängt das irgendwo auf oder stellt es neben sich. Ich meine, hier ist nur ein Kissen, eine große Decke. Sie wird wahrscheinlich alleine leben. Das heißt also, sie steht morgens auf, nimmt ihr Foto in die Hand und denkt sich so, yep, du bist eine geile Sau. What was that? Ich glaube, das war die Leiche. Und jetzt? Sparen. Und steht einfach sparen. Ja, wir sparen mal wieder. Ich glaube, das war die Leiche auf dem Foto. Und die Bierdosen sind auch wieder da. Und irgendwelche abartigen Rätsel. Was soll ich hier machen? Kann ich das irgendwie rausnehmen, verschieben, verändern? Ist auf jeden Fall irgendein Farbrätsel, das man hier lösen darf. Very scared. I think going into complete darkness is not a good idea. Also ich glaube, wenn ich sowas hier erleben würde, irgendwelcher widerlicher Schmodder aus dem widerliche Augen herausbloppen, dann glaube ich, würde ich behaupten, würde ich auch nicht in die Dunkelheit wollen. Ob die Story dieses Mal Sinn ergibt? Okay, ich brauch sowas wie eine Kamera. Ich habe so etwas wie eine Kamera gefunden.
Artikel hinzugefügt. Batterie. Was ist sie denn? Eine Journalistin? What the fuck is this? I need to get out of here right now. Ja, was mache ich denn hier? Okay, das erinnert so ein bisschen an Madison, ne? I'm very scared. I think going into complete darkness is not a good idea. Okay, das ist aber schon gar nicht mal so schlecht gemacht für ein 6-Euro-Spiel. Blaue 7. Frage ist nur, wie lange hält der Akku? Kann ich irgendwas mit den Augen machen? Nee. Okay, hier sind Zahlen. Hier unten ist aber rot. Auf der 7. Gibt es hier einen blauen Stift? Foto machen bringt schon mal nichts. Eine 9. Okay, 7 und die 9 ist schon drin. Finde sie alle zuerst. Er mag es nicht, wenn du nicht nach seinen Regeln spielst. Okay, hier gibt es mehrere Türen mit mehreren abartigen, perversen Drecksrätseln. Und ich habe sogar Ausdauer. Echter Geisterjäger, du. Steckt ein Messer dran. Oh nein, auch wieder diese unheimlichen Puppen. Vielleicht muss man das Spiel spielen, um 11:01 zu verstehen. Die 6 rot. Okay, hier muss irgendein Bild hin. What the fu, Alter? Okay, was flüstert derjenige darum? Das schon mal nicht. Möbelrücken. Eine seiner großen Leidenschaften. Okay, im Endeffekt können wir es lösen. 6. Ha! Der gute alte Trick, ne? Oh! Alter! What? Oh mein Gott, das meinten die, wenn man nicht nach seinen Regeln spielt? Today, when Jack returned from the garage, he brought with him a painting, a stupid painting. It depicts a strange creature. Just the sight of this picture gives me goosebumps. But Jack really liked it for some reason. We agreed that it would hang in his office. True, I felt a little pissed off after he refused to throw the painting away. It scares the hell out of me. I don't want this crap in our house. What? I didn't make this entry. Yes, that's for sure. I remember thinking about it, but how come my thoughts are on this tape? Oh, Mädel, ich hab keine Ahnung. Okay, ich muss alles finden. Also das Spiel lässt mich hier nicht rumtricksen. Ganz schön gemein.
Oh Gott, jetzt ist auch wirklich wieder was völlig anderes. 4. Ich habe keine Ahnung, wo das letzte... ...letzte Foto ist. Aber anscheinend kann ich hier so viel rumknipsen, wie ich Bock habe. Blaues 9. Ist halt so. Wow, 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 wow! Oh mein Gott! 0. Ey, das ist deutlich besser als das andere Spiel. Deutlich, deutlich besser bis jetzt. Aber finde ich immer cool, wenn Entwickler sich dann auch weiterentwickeln. Entwickler entwickeln sich. Deswegen heißen die so. Dad Jokes. Darf man erst dann machen, wenn man ein Kind hat. Davor sind solche Witze quasi illegal. So, was war das jetzt? 9 war blau und hier war 0. Ja, Moment, aber ich muss andere Dinge auch noch finden. Okay, alle offiziell gefunden. Alle offiziell gefunden. Warum trete ich heute in beiden Spielen permanent auf irgendwelche Büchsen? So, ich spiele nach deinen Regeln. Aklimada F. Jack suddenly had a desire to draw. Now he spends all his free time doing that. He mostly draws some kind of abstraction. It was kind of cute at first. Danny drew with him. Jack had never spent so much time with his son before. Danny was literally glowing with happiness. But then Jack started drawing terrible things. I don't want to describe it. I never even saw this in my nightmares. He started covering the house walls with his drawings, and it infuriated me. On top of that, Danny began to imitate his dad and hung up his drawings. Jack and I had a big fight over this. Not only do the paintings spoil the entire design that I've been thinking through for so long, but the house has also become very uncomfortable and creepy. Ich frage mich, ob das eine KI ist. Ich kann es mittlerweile auch gar nicht mehr so genau sagen, ne? Weil die Betonung ist schon so ein bisschen... Ja, ne? Aber andererseits denke ich mir dann, vielleicht auch nur eine billige Sprecherin. Man kann es gar nicht mehr sagen. Ist das eine KI? Ist das keine KI? Okay, Moment. Zeichnung. Im letzten Spiel waren ja auch überall sehr unheimliche Gemälde an der Wand. Der Sohn hatte ja auch so ganz merkwürdige Bilder dann in seinem gruseligen Kinderzimmer. Alter, da ist dieses Ding drauf. Hallo? Something strange is happening to Jack. He has become incredibly nervous and irritable and drinks almost all the time. The whole house is already littered with his fucking drawings. At night, he stands for hours in front of that painting he found in the garage and drinks until he collapses unconscious in front of it. I tried to talk to him, suggested that he seek help, but he didn't want to hear anything. When Jack was not home, I found drugs in his office. I think it was LSD. God, help us. In a fit of anger and despair, I threw the drawings in the trash. I was terrified seeing Jack on the threshold of the house with that fucking picture. We started arguing and he hit me. This can't go on like it's anymore. Okay, ja, das ist wirklich verbunden.
Team. Kel, was ist da los? Oh mein Gott, ich hab wenig Akku. Ich hab echt wenig Akku. Mein Sohn? Was, er will Bier? Das ist... Ist das Jack? Guck mal, das ist sogar hier der Anhänger aus dem ersten Spiel. Und dieses Messer, er will Bier. Entweder ist es Homer Simpson oder Jack. Komm schon, lad das Ding auf. Wie lange dauert das denn? Ohne Kamera. The battery is dead. I need to charge it at the station. Habe ich halt gar keine Chance gegen dieses Ding. Ich weiß nicht, ob das random kommt. Ich habe eben gerade ein Döschen gehört. Das muss reichen. So, ich habe Auge gefunden. Was mache ich mit dem Auge? Wahrscheinlich hier. Was machen? Irgendwas rausnehmen, verändern? Ah. Ha. Ich denke mal, das wird das hier sein. Das plus das. Und dann kann ich nicht bewegen. Ich kann nur das hier bewegen. Das heißt, ich brauche mehr Augen. Ist das hier unten ein Auge, das man einsammeln kann? Hier zufällig Augen rum. Braucht definitiv mehr Augen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Dinger finden soll. Oder ein Bier. Augen oder ein Bier. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Das Ding hängt immer noch an der Decke da oben. Hier. Oh, oh. Oh, oh, no way. Und ich bin tot. Ist ein Stift. Something strange is happening to Jack. He has become incredibly nervous and irritable and drinks almost all the time. The whole house is already littered with his fucking drawings. At night, he stands for hours in front of that painting he found in the garage and drinks until he collapses unconscious in front of it. I tried to talk to him, suggested that he seek help, but he didn't want to hear anything. When Jack was not home, I found drugs in his office. I think it was LSD. God, help us. Okay, ich muss den hier herlocken. In anger and despair, I threw the drawings in the trash. I was terrified, seeing Jack on the threshold of the house with that fucking picture. We started arguing and he hit me. This can't go on like it's anymore. Okay, wenn er hierher kommt, steht nämlich, es öffnet sich nur, wenn er in der Nähe ist. Kumpel! Kannst gerne mal vorbeischauen. Er mit seinem Bier. Gib mir ein Bier! Ich trag den ganzen Dreck hier nicht mehr. Jetzt sag bloß, der kommt nicht. Noch genügend Akku, um ihn ordentlich
in die Fresse zu fotografieren. Ich habe eben gedacht, der kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Lad's noch ein bisschen auf. Alright, ich habe die Hälfte. Waren eben gerade. Kam er so schnell hintereinander und jetzt kommt er gar nicht, oder was? War hier drin, dann ist er gekommen. Bier! Gib mir Bier! Da drin geht's definitiv weiter. Vielleicht muss ich erst das Auge reinmachen, um nochmal zu triggern. Wo war die Augensammlung? Wo war die Augensammlung? Ich würde mal sagen, dunkelblau plus weiß fast, ne, gibt hellblau. Oh, jetzt war er hinter. Das ist okay. Das ist jetzt wirklich richtig räudig. Das ist richtig räudig. Wow, wow. Wann kommt der endlich mal hier hin? Kann man irgendwie triggern, indem man so ein bisschen wild durch die Gegend fotografiert. Yo, Boogeyman. Also die Soundkulisse ist schon echt unheimlich. Muss halt hier sein, damit sich das Ding öffnet. Aber bis jetzt hat er nicht so wirklich Bock. Ich glaube, er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass das hier eine Falle ist. Da oben hängt er nämlich an der Decke. Aber das ist anscheinend nicht nah genug. Und wenn ich jetzt in irgendein Zimmerchen gehe, bin ich mit ihm halt eingesperrt und muss ihn wegfotografieren. Zeig dich, Boogeyman. Ich bin auch ganz lieb zu dir. Ich werde dich verwöhnen und auch gar nicht verhöhnen. Jetzt kommt er, ne? Jetzt, wenn ich lade oder sowas. Hierher, Boogie, Boogie, Boogie. Wenn nur, dass die Tür aufgeht. Komm schon. Ich bin eine zarte, attraktive junge Dame. Ja, Alter, das Ding. Sind das Gedärme? Ist das Durchfall? Hier besteht einfach alles aus Durchfall. Komm schon. Oh, was ist das? Ich habe eine Flasche Bier bekommen. Ich traue mich trotzdem hier nicht wegzugehen, weil ich ihn einfach hier festnageln will. Alles klar, Jack, mein Freund. Bald gibt es ein Bier für dich. Von wo? Hab ihn! Und es wurde gesparen. Sie haben gesparen. Alles nur für ein Auge. Mehr ist hier nicht drin, ne? Doch, hier drüben ist noch was. We divorced. Danny stays with me, but every other week he will spend time with Jack. I wanted to get a court order that would keep Jack from seeing his son, but as soon as he learned about the divorce, he immediately pulled himself together. Bastard.
He accused me of leaving him in a time of need. A blatant lie. How dare he? Well, the hardest part is over, but I'm very worried about Danny. Now he's having the hardest time of all of us. He misses his dad, and after we moved, he doesn't let go of the soft toy with an alarm clock that Jack gave him. Okay, also ist wirklich die Geschichte, weil die Alarmglock, die kennen wir ja, den Wecker. Also ist Danny der wahre Psycho. Hier ist ein Bier. Prost! Was, er will jetzt Chips? Er braucht ganz dringend eine Tüte Chips? Alter, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Kiosk? Hast du vielleicht noch Chips? Ich brauche was, um das Bier runterzuspülen. Dafür brauche ich ganz dringend Chips, yo. Tja, das ist der Schlüssel für das Zimmer meines Sohnes mit dem Kopf meines Sohnes. Okay. Ich brauche unbedingt irgendwas, um die Nägel loszuwerden. Chips! Piggy and Doggy. Versauten Abenteuer von Piggy and Doggy. Mommy, I want to move to your place. Daddy hurt me. We watched TV and everything was fine. Then the TV played static and Dad told me to hit that damn piece of shit real good. I hit the TV, but it didn't help. Dad screamed that I hit like a girl. Jumped off the couch, grabbed me, and slammed my head against the TV 3 times. After that, the TV started working. He let me go and, as if nothing had happened, sat down to continue watching the movie. That's not supposed to happen. Adults should not hurt children, especially their children. Das war verwirrend, cringy und creepy auf einmal. War das dieselbe Sprecherin der Frau, die auf Kind gemacht hat? Daddy hat mich gehauen. 3-mal den Kopf gegen den Fernseher geschlagen. Okay, also haben wir in dem ersten Spiel vielleicht gar nicht den Vater gespielt, sondern das Kind. Oder wir haben doch den Vater gespielt. Aber wir haben Dinge aus der Perspektive des Kindes durchlebt. Als Vater, I don't know. Vielleicht kriegen wir noch mehr Informationen. Und dann gibt das andere Spiel endlich Sinn. Weil da haben wir alle rumgerätselt, um was ging's da eigentlich genau. Und jetzt wissen wir es. Scheidung. So, ja, das muss ich auch nochmal neu machen. So, 1, 2 fehlen noch. Wir kommen schon mal voran. Wo? Wo? Oh, da vorne. Was? Ich hab doch... mir die Finger wund geknipst. Holy Scheit. Oh nö. Jetzt müssen wir das alles nochmal anhören, oder was? Auf das unheimliche, nervige Kind. Danny stays with me, but every other week he will spend time with Jack. Schmutz. I wanted to get a court order that would keep Jack from seeing his son. But as soon as he learned about the divorce, he immediately pulled himself together. Bastard. He accused me of leaving him in a time of need. Hier, nimm dein Bier, Alter. How dare he? Chips! Kartoffelchips! Ich brauche ganz dringend eine hohe Dosis Kartoffelchips. I'm very worried about Danny. Now he's having the hardest time of all of us. He misses his dad, and after we moved, he doesn't let go of the soft toy with an alarm clock that Jack gave him.
Ja, jetzt müssen wir uns mal den Bengel reinziehen. Mommy, I want to move to your place. Daddy, hurt me. We watch TV. Die Stimme klingt wie so ein SpongeBob-Imitat. So, ich hab eine Tüte Chips. Ob ich da jemals reinkomme? Was ist das? Ein Schlüssel. Küche. Da, wo das Messer ist. Was, jetzt will er ein Steak? Was ist das denn? Ja, erstmal ein Bier und dann eine Tüte Chips. Oh, ich hab grad realisiert, ich hab doch ein bisschen größer Hunger. Wie wär's mit einem netten, saftigen Steak-Vibe? Mann, Jack, du bist echt ganz schöner Arsch. Das ist ein ekelhaftes Steak. Richtig ekelhaftes Steak. Mommy, my dad scares me. He started shouting at me that I was a loser and that I should be ashamed. But this is not true. I am an A student. Why is Daddy acting like this? He again smelled. He smelled a lot like alcohol. And also, I saw something very scary. He wanders around the house with an axe, but it's not really him. It's not my daddy. It's very similar to him, but at the same time, it looks like that creature. From the picture. I am very scared. Please, Mommy, take me to your place. Daddy! Where are you? Danny hat die nervigste und unheimlichste Stimme, die ich jemals gehört habe. Ich werde jetzt komplett wieder der Boogeyman angetanzt. Aber warum hat die Mutter nicht reagiert? Ich meine, jede normale Mutter würde doch sofort ihr Kind da rausholen. Hier ein Steak. Gib mir Steak. Steak. Gib mir das Steak. Das ist auf sehr viele Arten verstörend und ekelhaft. Der Jumpscare. Pappdose. Klauenhammer. So kann man es auch nennen. Bisschen Farbverdünner schnüffeln und schon bin ich wieder bereit. Okay, Jack war also ein wahrer Albtraum als Ehemann. Hat sich nur von Chips, Bier und Steaks ernährt. Ich hätte auch gerne jetzt ein Steak. Und Chips. Das Bier brauche ich nicht. Guck mal, da oben ist sogar das Foto aus dem anderen Spiel. Das ist Jack und das ist Danny. Slasher. Snowman. To the moon and beyond. Voll die Animationen hier, ne? Ich meine, schlecht gemacht ist das Spiel nicht. Also der Entwickler, aus dem kann echt was werden. Der
kann dir eine bessere Stimme geben. Oh Gott, habe ich mich immer erschrocken. Alles klar. Taj Mahal. Ich baller dich so weg, Alter. Auch dieser Effekt ist eigentlich ganz gut, weil es ist halt wirklich ein Bild, was dann da oben hängt. Also von dem aktuellen Shot, wie ich ihn erwische. Ist alles gar nicht mal so doof gemacht. War hier vielleicht noch ein Auge, das ich übersehen habe? Weil es fehlt ja dann immer noch eins. Glaube ich zumindest. War da eine Kassette drin? Normalerweise ist es ja auch immer eine Kassette. Ich muss mal in den Raum rein. Jetzt so von dem Vieh ablenken lassen. Ah, nee, ich glaube, das ist eher das hier, oder? Ja. Ein Glubschi fehlt noch. Doch wo könnte das letzte Glubschi sein? Kann ich einfach hier so ein rotes raustackern? Es gibt hier so viele. So, entweder in der Küche. Ist hier noch eine Kassette? Nö. Zum ersten Mal keine Le Kassette. Habe ich das erste Auge gefunden? Vielleicht im Keller noch irgendwas? Habe ich da irgendwas übersehen? Hier haben wir den Klauenhammer gefunden. Aber gibt es hier vielleicht auch noch irgendwo eine Kassette oder ein Auge? War ja so klar, dass eine Sache wieder fehlt am Ende, ne? Die ich dann akribisch suchen darf. Wow, ey, wie oft denn noch hier mit dem Bild? Noch mal in die Küche rein. Genau, guck. Kühlschrank. Den öffnen. Eigentlich bekommst du schon ganz gut ein Symbol, wenn du mit irgendwas interagieren kannst. Tja, ich habe keine Ahnung, wo hier noch ein Auge versteckt ist. Küchenmesser. Kann ich das vielleicht rausziehen und damit ein Auge rausschnipseln? Das wäre natürlich auch ganz cool, aber es geht leider nicht. In dem Raum hatten wir ein Auge auf einem Teller. Okay, dann haben wir hier noch einen Raum. Da haben wir Bier und eine Notiz, aber no eyes. Auch nichts. Aber wo bin ich hier schon wieder? Startraum. Ah, hier ist ein Auge. Die! Alright, Auge gefunden. Nice. So, jetzt nur noch zur Augentür. Die ist direkt hier. Rein in den Klubscher. Kissen. I know you're in the basement. Get out. Otherwise it'll only get worse. If this simple thing can't fit into your head, and you don't need your head at all, come out immediately. Come over here. No, my daddy, no. Please, stop! You're hurting!
Er hat seinen Sohn um 10.59 Uhr gekillt. Will der Sohn sich jetzt rächen an der Mutter, weil sie nichts unternommen hat? Was ist das für ein Geräusch? Irgendjemand flennt hier rum. Bin ich das selbst? Pure Verzweiflung. Wir laden nochmal hier auf. Wir haben noch eine Tür mit diesen Bleistiften. Was? Can you forgive? Can you forgive? No. Yes. Was war das? Today, when Jack returned from the garage, he brought with him a painting. A stupid painting. It depicts a strange creature. Just the sight. Okay, das kann ich vergeben. Wow, 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 raus! Ah, Gott! Alter, wie räudig war der Move denn jetzt? Wow, nochmal das Kissen, ey! Das ist... I know you're in the basement! Get out! Otherwise it'll only get worse! If this simple thing can't fit into your head... And you don't need your head at all. Come out immediately. Come over here. Daddy, no. Please stop. You're hurting me. Now I'll punish you properly. Danny stays with me, but every other week he will spend time with Jack. I wanted to get a... Okay, das kann ich vergeben vielleicht. Something strange is happening to Jack. Das ist da, wo er Drogen nimmt und sie verprügelt. Kann ich auch vergeben, würde ich erst mal sagen. Und das kann ich auch vergeben. War das richtig? Ich habe keine Ahnung. Also alles, was gegen meinen Sohn ist, würde ich sagen, unverzeihlich. Gibt es noch ein anderes Ending? Er winkt mir zu. Okay, Bad Ending. Schmerzhafter Tod. Weiter, wo lande ich denn da? Nein. Nicht euer Ernst, oder? Ich lande immer wieder hier. Warte mal ganz kurz. Wir gehen nochmal ins Hauptmenü. Ne, es gibt ja keine Option. Oh, man muss alles nochmal spielen. Ich würde gerne wissen, was das Good Ending ist. Hätten sie besser hier einen Checkpoint gemacht, dass man es nochmal abändern kann. No, 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 no. Ich habe gar nicht alles no, no, no gemacht. Ah, gut. Da wäre wahrscheinlich irgendjemand hier drin. Jetzt ist er hier draußen und macht mich kalt. Ja, das war auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich besser als das letzte Spiel. Deutlich, deutlich besser. Immer noch kein Meisterwerk, aber für 6 Euro ist es solide gewesen. Es hatte ein paar nette Effekte, es hat eine nette Optik, es war stellenweise ganz ordentlich vertont. Danny war natürlich ein bisschen cringy. Aber so im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich jetzt nicht schlecht.
das war's mit diesem Video hier. Ich habe leider kein Interesse daran, das Spiel nochmal komplett durchzuspielen. Hätte ich jetzt nur laden müssen, hätte ich es natürlich gerne gezeigt. Aber das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Bestimmt findet man auch das gute Ende. Warum habe ich eigentlich immer die schlechten Enden? Auf YouTube. Wahrscheinlich muss man einfach nur alles mit Yes machen, also alles vergeben, weil ihr habt es ja gesehen, bei mir steht überall No, 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 No. Also sobald ich ein bisschen zu viel nicht vergebe, reicht es wohl schon aus, dass man hier das schlechte Ende erwischt. Wenn ihr mich jetzt noch unterstützen wollt, dann schreibt doch in die Kommentare für ein Herz Bier, Chips und Steak. Ja? Bier, Chips und Steak für die Profis. Die bekommen Herzchen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und